Hallo und herzlich willkommen beim Invest in Best YouTube-Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hartnagel. Und heute mit dem, ja, sehr interessanten Thema Stuttgart brennt. Ja, es ist soweit, es ist endgültig passiert. Wir haben ewig schon vor diesen Ausschreitungen gewarnt. Der Hannes und ich haben auch immer wieder in unseren Seminaren gesagt, wenn diese großen Zyklen drehen, wenn diese nächste Rezession kommt, nach diesem rekordlangen Konjunkturzyklus, der weltweit angedauert hat, dann wird es dreckig, weil dann sieht man, wer wirklich nackt geschwommen ist in diesem System. Und ja, die jungen Menschen waren ja schon mehr oder weniger am Limit. Die Mietkosten sind die letzten 10 Jahre extrem gestiegen, massivst angezogen. Junge Menschen werden immer mehr in diesem System natürlich vernachlässigt. Das betrifft besonders die Millennial-Generation und die Z-Generation, also die Generation nach 2000, Hannes. Und ja, Hannes, ich meine, du bist ja ehemaliger Polizist, hast einige tolle Informationen heute für uns hier und unsere Zuhörer mitgebracht. Was ist da los? Ja, was ist los? Die Frage ist ganz, also ist glaube ich, recht schwierig. Es ist so, wir haben ja nicht nur Stuttgart brennt, wir haben gestern zum Beispiel Den Haag, Ausschreitungen in Den Haag wegen Corona-Bestimmungen. Wir haben in London die rechte Szene, die aufmarschiert. Wir haben in Paris die Gelbwesten, die Vororte brennen durch die Asylwerber. Wir haben Demonstrationen in Paris wegen der Polizeigewalt. Also die Polizei ist ein Paris ist ein Riesenhotspot. Wir haben in den USA einen Flächenbrand über das Wochenende wieder fast nahezu allen großen Städten ist es zu Ausschreitungen größeren und kleineren Ausschreitungen gekommen. Wir haben in Hongkong die Probleme, wir haben in Moskau flammt es schon wieder auf, die Pussy Riot hat wieder Festnahmen gegeben, mehrere Leute sind wieder festgenommen worden, auch wieder Ausschreitungen und Demonstrationen und natürlich, wir haben in Deutschland die Ausschreitungen jetzt auch angekommen. Wir haben das schon gehört in Hamburg, wir haben es gehört in Baden und nun mit Höhepunkt in Stuttgart. Wie gesagt, wir haben seit Wochen davon schon gesprochen. Wir haben letztes Jahr schon gesagt, das ist einfach ein Zeichen des Zyklus, wo wir jetzt stehen. Wenn es wirtschaftlich nach unten geht, wenn es zu Verwerfungen kommt, dann kommt es auch zu sozialen Unruhen. So, und diese sozialen Unruhen brauchen dann immer einen Grund. Ob der Grund dann Black Lives Matters oder Green Deal, wie auch immer heißen mag, der Grund ist das Vorgeschobene. Viele glauben auch sogar daran, glaube ich, nur Faktum ist, der Nährboden für das Ganze sind die sozialen Unruhen und Missstände, die da einfach vorherrschen und dann kommt es auch Ausschreitungen. Der Bürgermeister und die Polizei von Stuttgart haben gestern gesprochen, das ist eine nicht politisch motivierte Gewalttat oder Gewalttaten von verschiedenen Jugendlichen geworden. Für mich sehr spannend, wenn etwas nicht wie etwas nicht politisch motiviert sein soll, wenn es sich wie so ein Flächenbrand über einen großen Stadtteil ausbreitet und innerhalb von wenigen Minuten an und für sich an verschiedenen Orten zu solchen Ausschreitungen kommt, wo geplündert, wo wirklich ganz, ganz kriegsähnliche oder bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, wie das nicht politisch motiviert sein soll. Also ich weiß nicht ganz, wie man das nennen soll. Auch wenn man sich die Bilder und die Videos anschaut, die in sozialen Netzwerken kassieren, da wird ja ganz mit System vorgegangen. Man geht da, man schaut, dass man die Polizisten voneinander trennt, dass man sie möglichst alleine hat, um dann einen Polizisten verletzen und angreifen zu können. Und das sind natürlich Vorgangsweisen, also da verstehe ich die Welt nicht mehr und noch weniger verstehe ich die Welt, wie die Medien, wie auch ganz, ganz viele, ich muss es sagen, Gutmenschen, die ganze Zeit hergehen und sagen, die schlimme Polizei, Black Lives Matters und die bösen Polizisten gehen zur Arbeit, die tun ihren Job. Diese bösen Polizisten verdienen einen durchschnittlichen Gehalt und riskieren momentan ihr Leben. Und das, für das werden sie dann auch noch medial und dafür einfach auch politisch beschmutzt und beschimpft. Natürlich gibt es Polizisten, das muss man nicht beschönigen, die vielleicht einen mangelnden Selbstwert oder was auch immer haben und doch deswegen ihren Job ausnützen. Ja, das mag sein. Das ist auch in den USA vorkommen. Und diese Menschen gehören eingesperrt, wenn es zu Verbrechen kommt, wie bei George Floyd. Aber es ist ein verschwindend kleiner Prozentsatz, eine verschwindend kleine Zahl der Polizisten. Diese Polizisten in Österreich, Deutschland, in ganz Mitteleuropa, sage ich, die ihren Job, ihren Dienst tun, sind überwiegend sehr, sehr pflichtbewusste, ordentliche Menschen, die einen tollen Job leisten. Und dafür gebührt ihnen meiner Meinung nach Applaus und nicht, nur für sich die rote Karte von der Politik, von den Medien und von allen Menschen, die an und für sich relativ wenig wissen, von was sie sprechen.
Und deswegen jetzt kein Appell für die Polizei, aber einfach ein Appell für Recht und Ordnung, ein Appell für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung. Und das macht einmal die Polizei. Und da verstehe ich es nicht, dass man eben dann so auf die Polizisten losgeht. Ich habe auch viele Freunde, sogar in Deutschland auch Freunde bei der Polizei. Und das sind Familienväter, das sind Familienmenschen. Die haben auch ein ganz normales Leben hinter ihrer Uniform, hinter ihren Schutzschildern. Und diese Menschen müssen da rausgehen und können sich das antun für etwas, wo Menschen einfach das Ganze mit Füßen, das System mit Füßen treten. Also, und man muss auch sagen, in Deutschland, glaube ich, und in Österreich gibt es keinen systemischen Rassismus, wie es in den Medien genannt wird. Also warum da großartige Demonstrationen für Black Lives Matter und gegen Rassismus? Also wie gesagt, jeder, der mich kennt und meine Gesinnung kennt, weiß, wie sehr ich Rassismus verabscheue und wie sehr mir das der freie Mensch und dass jeder Mensch auch für sich frei entfalten kann, wie mir sehr das anliegt. Aber deswegen verstehe ich es eben umso weniger, wie man da ganzen Demonstrationen und ganz dafür gegen die Polizei jetzt auch auftretet überall. Also da verstehe ich wirklich die Zusammenhänge oft nicht. Aber wie gesagt, der Grund liegt vermutlich irgendwo anders. Der Grund liegt darin, dass ein sozialer Unfrieden einfach da ist und man sucht jetzt einen Katalysator dafür. Und der Katalysator war anscheinend George Floyd und der ganze Rattenschwanz, was das dann nach sich zieht. Johannes, ich denke mir gerade in diesen Zeiten, ja, wo natürlich eben diese großen Unterschiede zwischen Arm und Reich stattfinden, wo eine junge Generation wenig Chancen, Aufstiegschancen in dem System noch sieht, in dieser Zeit, wo Menschen das Vertrauen in das System verlieren, und dazu gehört ja auch Polizei, ja, und Schutz der öffentlichen Ordnung ist ja auch systemisch, ja, und wenn dieses System dann ins Wanken gerät, dann muss ich schon auch sagen, dass ich habe das nur damals mitbekommen, noch in der Bewegung, Flüchtlingsbewegung 2015, wo da mehr oder weniger die Polizisten auch interviewt worden sind, und die haben schon echt was mitgemacht, gell? Das muss man schon richtig, also wirklich mal echt sagen, also hardcore, und ich weiß, dass da natürlich die Löhne auch nicht gerade die allerhöchsten sind, ja, und was die leisten, ist wirklich beispiellos, absolut beispiellos, weil jetzt ist es soweit, ja, Hannes, weil in guten Zeiten Polizist sein, ja, gibt es mal einen Strafzettel, dann sagt man die Bullen, ja, wissen wir alle, aber in diesen Zeiten jetzt, ja, in diesen Zeiten, wo es wirklich jetzt hart auf den Straßen zur Sache gehen wird, ja, und ich meine, das ist in den, nochmal, es ist nichts Neues, ja, das passiert immer wieder am Ende dieser großen Superkreditzyklen, dieser Vier-Generationen-Zyklen, was wir immer in unseren Seminaren behandeln. Gerade hier passieren solche Sachen. Das ist völlig an der Tagesordnung. Warum? Weil eben einfach die Masse der Menschen einfach mehr oder weniger in den sozialen Abstieg finanziell gerät und damit kommt, man sagt ja nicht umsonst, ein funktionierendes Geldsystem heißt auch eine funktionierende Gesellschaft. Ja, und wenn das Geldsystem nicht mehr funktioniert, dann funktioniert immer, kommt das ganze System zum Bröckeln. Und gerade jetzt eben die Polizei absolut gefragt, gefordert, ich glaube, eines der härtesten Jobs überhaupt, derzeit auf der Straße sich das anzutun, wo eben Gruppierungen von links, rechts, weiß was ich, was alle gegeneinander losgehen. Und vielleicht möchte ich auch noch unbedingt mitkommentieren, was du gerade gesagt hast, die Rassismusdebatte, Black Lives Matter, was auch immer. Ich bin generell der Meinung, alle Menschen weltweit, egal welche Hautfarbe, was weiß ich, sollen dieselben Chancen bekommen. Die gleichen Chancen, ja. Und deswegen liebe ich auch das Internet so sehr, weil hier hat jeder dieselben Chancen. Jeder von euch kann einen YouTube-Account aufmachen, jeder von euch kann sich vor die Kamera setzen, jeder von euch kann Produkte entwickeln, weiß was ich, und zeigt es der Welt. Ob es angenommen wird, entscheidet dann der freie, noch relativ freie Internetmarkt, ja, ohne viel Regulierung. Und das finde ich wunderbar und schön, und deswegen ist es auch so toll, dass jetzt durch die digitale Revolution, die auch jetzt stattfindet, auch Leute aus Osteuropa, Leute aus Indien, ja, wenn man überall sieht, auf freelancer.com, die richtig Gas geben, da hart arbeiten und ja, mit denen sind wir jetzt alle in Competition und in Wettbewerb, und das finde ich nicht schlecht. Wettbewerb macht uns, holt aus uns das Beste raus. Und deswegen ist doch das amerikanische Prinzip das Beste auf dieser Welt, auch wenn es viele nicht hören wollen. Es ist das Beste, weil in Amerika herrscht harte Competition, und deswegen holt es aus den Menschen das Beste raus, und deswegen gibt es dort so ein hohes Niveau, ganz egal in welchen Branchen man hineinschaut, das Niveau ist gigantisch in Amerika. Und das brauchen wir auch wieder in Europa, und wir brauchen weniger Regulierung und weniger eben, wie gesagt, diese ganzen Ausschreitungen, die auch stattfinden, hat sehr viel mit der Politik zu tun. Das ist politisch auch gewollt, ja, dass es so ist, Hannes. Ganz richtig, Benjamin. Ich bin ganz deiner Meinung. Und vor allem, man muss auch sagen, man soll, ich glaube, es bringt relativ wenig, Demos haben relativ wenig in der Geschichte bewegt, gell? Wenn man jetzt abschaut von der Französischen Revolution, aber ansonsten haben jetzt Demonstrationen relativ wenig immer gebracht.
glaube ich. Ich glaube, mehr bringt es, wenn man selber etwas vorlebt, wenn man selber für den Klimawandel lebt, wenn man selber, wir haben momentan Debatten gehabt, MeToo, Klimawandel, Black Lives Matters, also ganz, ganz viele Geschichten, wo immer das Opfer mehr oder weniger, die Opferhaltung im Zentrum des Tuns war. Richtig, richtig, die Opferhaltung. Und das ist jetzt so ein bisschen mein Teil von mir, in der Opferhaltung wird man nie aktiv sein, in der Opferhaltung wird man nie etwas bewegen, in der Opferhaltung wird man nie zum Gewinner gehören, sondern also man muss aus der Opferhaltung rauskommen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es was bringt, Aktivist zu sein, sondern Aktionär zu sein. Etwas tun, etwas bewegen, in sich selber die Veränderung stattfinden lassen, etwas Neues vorleben, den Mitmenschen, den nachkommenden Generationen, auch den älteren Generationen kann man was vorleben und dann zum Vorbild werden. Und dann, glaube ich, findet eine Veränderung ganz, ganz schnell statt. Und dann hat man, glaube ich, Debatten wie Rassismus hinter uns, MeToo etc. hinter uns, Klimageschichten hinter uns. Wenn man es einfach lebt und umsetzt, zum Aktionär wird und nicht der Aktivist bleibt. Also nicht über die Veränderung sprechen, sondern die Veränderung sein. Wie gesagt, mein Lieblingsausspruch, evolve it, evolutionier dich, pass dich an, werde besser, werde größer. Genau um das geht es, glaube ich, im Leben, im erfolgreichen Leben. Und wie gesagt, der Benjamin und ich, wir haben letztes Jahr für dieses Jahr ein volles Seminarbuch gehabt. Wir waren ausgebucht für das ganze Jahr mit Seminaren. Ja, dann kam Corona. Sachen haben sich geändert, das haben wir gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir passen uns an. Wir wollen besser werden. Und nachher haben wir eben das Ganze im Online-Bereich verlegt, haben jetzt auf Invest in Best unsere investinbest.de unsere Kurse digitalisiert. Wir haben alles online gemacht, wir haben es für die Kunden noch besser zugänglich gestalten können. Wir haben doch eine Update-Area, wo die Kunden laufend über aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen informiert werden, Tipps enthalten, immer wirklich laufend aktuell, auch jetzt mit unserer wöchentlichen Update-Area, wo sie wirklich ganz, ganz aktuell informiert werden. Und sogar der Zeit voraus. Teilweise der Zeit voraus, also von dem her haben wir gesagt, okay, wir machen es besser, wir machen es größer, wir machen es für unsere Kunden angepasster. Und ich glaube, das kann man wirklich jedem auch raten zu tun, in seinem Umfeld, in seinem Bereich, einfach sich anzupassen, weniger sich zu beschweren, weniger sich an und für sich auch über die schwierige Situation, was derzeit sicherlich viele haben, aber sich in der Schwierigkeit der Situation aufzuhalten, bringt keine Veränderung, sondern es anzugehen, es anzupacken, es zu tun, wie es die Gründerväter in den USA getan haben, einen neuen Staat gebaut haben, es zu tun, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa war, es wieder aufzubauen und es zu tun, wie wir es tun werden, eine neue, bessere Welt zu kreieren. Hannes, denkst du, gerade jetzt für die Menschen oder die Zuseher bei uns hier im Kanal, die vielleicht ein bisschen in der Innenstadt auch leben, glaubst du, ich meine, du hast ja selber auch viel Immobilien und glaubst du, dass es jetzt auch, für Gewerbeimmobilien ist das natürlich schon eine Thematik, muss ich sagen, wenn die Ausschreitungen immer mehr zunehmen, ja, und ich weiß, ich habe da Geschäftslokale vermietet an, ja, diverse Firmen, Ketten, was auch immer, Einzelhändler, ja, und da werden, ja, diverse Sachen zerstört, demoliert, das ist natürlich schon ein Risiko, auch für diejenigen, die diese Immobilien besitzen, ja. Und auch natürlich für die Preise, wenn du natürlich eine Immobilie hast in der Innenstadt, ja, und oder vielleicht irgendwo in Randbezirken, wo es ein bisschen mehr zur Sache geht, dann wird der Preis vielleicht auch nicht mehr weiter steigen, vielleicht sogar fallen. Vielleicht kannst du deine Miete nicht mehr verlangen. Was würdest du den Leuten generell raten? Also das ist absolut eine ganz schwierige Situation. Ich meine, ich selber bin in der glücklichen Lage, dass ich nirgends im städtischen Bereich Immobilien besitze. Da habe ich schon vor einer Zeit gesehen, es kann schwierig werden. Mhm. Es ist natürlich so, im städtischen Bereich, da kommt viel zusammen. Wir haben einmal jetzt die Corona-Welle gehabt. Viele der Kaufleute, der Mieter, der gewerbliche Mieter, haben es nun ganz, ganz schwer, Umsatz zu generieren. Und damit werden da einfach früher oder später, spätestens mit nächsten Jahr, viele wegbrechen. Mhm. Dann als zweite Welle jetzt natürlich überall die Ausschreitungen nehmen zu. Es wird immer mehr, es wird immer turbulenter. Also hat man da wirklich noch eine reale Gefahr für die Immobilie und den Mieter auch noch. Und dann kommt noch als drittes hinzu, dass viele der Büroflächen, gerade im städtischen Raum, was in den letzten Jahren gebaut worden sind, frisch errichtet worden sind oder eben auch renoviert worden sind, dass viele dieser gewerblichen Büroflächen und gewerblichen Flächen nicht mehr genutzt werden, da eben wirklich soziologisch auch was passiert. Dass das Homeoffice immer mehr populär wird, viele Betriebe stellen um. Ganz viele Betriebe habe ich jetzt auch schon gehört, die relativ neu sind, die sagen, okay, alle Neueinstellungen der Leute, nur mehr ein Homeoffice, also man muss bereit sein für ein Homeoffice, nicht den Anspruch darauf haben, sondern bereit sein dafür, dass man voll und ganz im Homeoffice die eigene Infrastruktur stellt. Bietet natürlich für den Unternehmer einen riesen Vorteil. Man braucht keine Bürofläche mehr mieten, die Infrastruktur, EDV etc. muss der Arbeitnehmer selbst bringen. Von dem her an und für sich riesen Vorteile.
Aber schlecht für den Immobilienmarkt natürlich. Ja. Aber katastrophal, katastrophal für den städtischen Immobilienmarkt. Und das wird die nächsten Jahre, glaube ich, dramatisch werden. Wirklich dramatisch werden. Absolut. Ich glaube, Robert Kiyosaki war es, der es vor Jahren schon gesagt hat, die ganzen Bürogebäude in den Städten, also jetzt vor allem auf USA bezogen, werden Wohnungen für Obdachlose werden und so. Also der hat es ganz, ganz heftig ausgedrückt. Aber es ist natürlich, in den Städten werden die Immobilien wirklich, also richtig heftig, richtig, möchte ich keine besitzen jetzt. Und wenn ich eine besitzen würde, würde ich sie jetzt rasch verkaufen, ganz ehrlich. Sage ich dir, wie siehst du, Benjamin, wenn ich sie noch loskriegen würde, würde ich das tun. Ich würde mich da nicht mehr wahnsinnig wohlfühlen. Auch von der Politik kommt ja da einiges daher. Wir haben jetzt in der Landeshauptstadt von Tirol ein grüner Bürgermeister, wertfrei, macht sehr viel Positives, aber natürlich denkt er auch laut nach über Enteignungen von leerstehenden Wohnungen und stoßt damit eine Debatte an, natürlich wieder in eine sehr linke Richtung, die mir nicht gefällt und also da wird sich, glaube ich, einiges tun und man soll sich, glaube ich, gut überlegen, was man hier in welchem Bereich hat. Ja, und ich glaube, da müssten wir eh noch ein ganz eigenes Video machen und das machen wir auch noch, was für Gegenwinde der Immobilienmarkt vor sich hat in dieser Dekade der 2020er, meine Lieben. Ja, wir haben ja derzeit einen großen Immobilienboom und immer noch einen ganz fanatische Immobilienkäufer, die ja meinen, das große Geschäft zu machen mit Nullzins und Negativzins in Europa. Aber es gibt so viel Gegenwind, es spricht so viel gegen Immobilien und das Risiko, Chancen-Risiko-Verhältnis bei Immobilien ist einfach nicht mehr gut. Das muss man einfach endlich mal einsehen nach diesem ewig langen Boom, ja. Auch wenn es natürlich immer wieder Betongold heißt, ja, aber wir haben ja auch bei Invest in Best, es geht viel um die Speicherregel, Hannes, ja, wir sagen ja immer, es gibt nie den perfekten Vermögenswert, okay, den gibt es nicht. Alles muss im Fluss bleiben und manchmal sind es die Immobilien, manchmal sind es die Aktien, manchmal sind es die Anleihen und manchmal sind es die Edelmetalle. Und jetzt haben wir auch noch eine nächste Anlageklasse hinzubekommen, die Kryptowährungen, auch spannendes Thema, machen wir auch noch ganz viel. Benjamin, genau. Die wichtigste Assetklasse hast du vergessen, und zwar dein eigener Kopf, ganz genau, du sagst, das ist die wichtigste Assetklasse, die wollen wir weiterbilden, das ist die einzige, die man wirklich selber voll und ganz gestalten und bewegen kann. Deshalb nochmal gerne die Einladung auf unserer Seite investinbest.de, meldet euch an zu unserem kostenlosen Welcome-Kurs, da bekommt ihr echt schon die erste Information, was so wichtig am Markt momentan ist, was man wissen muss, sei es Skillset-mäßig, sei es Mindset-mäßig, so seid ihr bestens vorbereitet für die Zukunft, was da auf uns wartet. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr bei uns Mitglied werden wollt und alle unsere Vorteile genießen wollt. Auf alle Fälle für dieses Video bitte einen Daumen nach oben, meldet euch an, Glocke noch nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Video von investinbest.de. Also Leute, nicht vergessen auch kommentieren, schreibt uns, was ihr davon haltet, wird es weitere Ausschreibungen geben, ja oder nein, was wird auf Europa zukommen? Hannes, danke dir nochmal für deine tollen Insider-Informationen seitens der Polizei. Wir bedanken uns herzlich fürs Zusehen und freuen uns auf das nächste Video. Und vergesst bitte niemals, die Zyklen schlafen nie. Nutzen wir deshalb die Chancen daraus. Bis zum nächsten Video. Tschüss.